Es ist mal wieder ein sehr stressiger Tag im Rettungsdienst. Viele Einsätze, alle Krankenhäuser voll, ohne Ende. Und wir fahren mit unserem Rettungswagen mit dem Patienten in ein etwas größeres Krankenhaus, wo man unten einen Wartebereich hat. Und dann geht man durch so eine Schiebetür und geht zum Tresen der Notaufnahme. So, auf dem Weg zur Notaufnahme müssen wir an dem Wartebereich vorbei mit unserer Trage und mit dem Patienten und sehen schon, wie in dem Wartebereich einer ist und da am Schimpfen ist wie ein Rohrspatz. Pöbelt da rum, pöbelt die Leute an, die da sitzen, pöbelt die Schwester an, die da rumläuft. Und ich sag schon zu meinem Kollegen so, guck mal, der Spinner da, ne? Naja, gut, wir unseren Patienten abgegeben, wieder raus, er pöbelte immer noch und zum Auto freigemeldet, losgefahren. Irgendwann, ich glaube eine Stunde später oder so, haben wir wieder einen Einsatz, fahren wieder zum Patienten und versorgen den und fahren wieder in dieses Krankenhaus. Und dann ist dieser Herr wieder da oder immer noch da im Wartebereich und pöbelt immer noch rum. Der Wartebereich immer noch voll mit Leuten. Wir auch schon dachten, alter Schwede, wieso nimmt ihr den nicht einfach dran, ne? Dieser Schrei halt. So, gehen rein durch diese Schiebetür zur Notaufnahme und übergeben unseren Patienten, quatschen noch mit der Schwester, mit dem Arzt und mit einmal ein Gebrülle von da draußen vom Flur. Und alle rennen raus und irgendeiner schreit da Reanimationsteam und alles. Und wir, oh mein Gott, lass mal gucken, gehen wir, können wir ja helfen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Gehen da raus in den Flur und dann, was wir gesehen haben, habe ich in meinem Leben vorher noch nie erlebt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Dieser Herr, der dort war, der war wegen irgendwelchen Kopfschmerzen da. Das sagte später die Schwester und sagte, der hatte nur Kopfschmerzen. Deswegen haben sie ihn hinten angestellt und haben natürlich erstmal die Leute rangenommen, die wirklich auch ein bisschen mehr hatten. So. Und er musste nun Ewigkeiten warten, bis er dann auf die Idee kam und selber gemerkt hat, oh, warte mal, ich komme hier nicht dran, wenn ich nichts Schlimmes habe. Über dem Wartebereich, müsst ihr euch vorstellen, war noch eine Etage, also eine offene Etage. Es war wie so eine Galerie. Es ging eine Treppe hoch in den ersten Stock, da oben war dann Urologie und so ein Kram, ne, wo man Katheter wechseln lassen kann und so. Und dann halt eben offener Bereich nach unten. Jetzt ist dieser Typ da hochgegangen, hat sich kopfüber über dieses Geländer aus dem ersten Stock gestürzt und ist dann mit seinem Kopf auf den Kopf eines anderen wartenden Patienten dort raufgeschlagen und ist dann auf Fußboden aufgeschlagen. So, er war reanimationspflichtig, der andere, der hatte ein schweres Schädelhirntrauma, also der Typ, der da unten schon stand, dem er auf den Kopf gehüpft ist mit seinem Schädel. Ja, Ende vom Lied war, er kam auf die Intensivstation, Postreanimationsphase, hatte mehrfaches Schädelfrakturen, also ein absolutes Schädelhirntrauma, so wie der andere auch. Und ja, Ende vom Lied ist, er ist sofort drangekommen dort, auf jeden Fall in der Notaufnahme. Aber für was für einen Preis? Da krieg ich so einen Blutdruck, doch!